So plus minus, ja, 10.000 von euch haben mir dieses Video hier geschickt. Der gruseligste Teilnehmer bei Britain's Got Talent. Da ist anscheinend jemand, der Zaubertricks und schwarze Magie miteinander kombiniert zu einem Bühneneck. Ihr wisst aus vergangenen Reaktionen von mir, ich bin kein großer Horrorfan. Ich kriege immer Albträume. Kann ja nur in die Hose gehen. Mom, pick me up. I'm scared. Okay, es fängt gut an. Es fängt leider sehr gut an. Warning, scary act. I don't like it. Between the dark and the light, the good and the evil, which will you choose? Also ich muss direkt sagen, das Make-up ist ja mega krass. Also das sieht wirklich gut aus. Guck mal, sogar die Hände und die Finger und die Nägel. Ich glaube, am gruseligsten finde ich die Nase und die Zähne so in der Kombination, die Region. Oh, Bruder. Actually, Freunde, Simon, wenn er noch eine weitere OP macht, einfach der hier. Ja, das ist schon krass. Er sieht einfach so anders aus als früher. Oh no, is it coming out? I don't like it. Don't come down here. Careful, Simon. Digga, ich hätte mir einfach jetzt schon in die Hose gegangen. Bruder, ich hab Gänsehaut an Stellen. Da wusste ich nicht mal, dass ich da Stellen hab. Oh, there are two pathways for you, David. Yes. Which do you choose? Take an apple. Take a bite. Beiß nicht in den Apfel. Beiß doch nicht in den Apfel, den du von einer bösen Hexe bekommst. Mm. It's nice. Mm. Your turn, Alicia. Between the good and the evil, which will you choose? Take an apple. Bitey bite. There's something I've got to tell you. Oh, Bruder, also, dass Simon da noch sitzen kann, ne? Ich war einfach weggerannt. Einfach, Bruder, was los? But it can wait. It can wait. Amanda, stand up. Oh gosh, it's always me. Put your hands out. Face up. Come closer. Come closer. There we are. Your destiny will be chosen by another. Oh God. Between the dark and the light. Only choose. Left or right? Louder! Right. Who's right though? My right! Take a bite. You know why they say that beauty's only skin deep? Because we're all rotten to the core! Oh, Bruder, mich juckt's überall. Es kribbelt überall auf meinem Körper. Bäh! Was ist das denn? Also, der Zaubertrick dahinter war, hier, wähle einen Apfel. Wähle einen Apfel. Wähle einen dieser zwei Äpfel. Den? Okay, Glück gehabt. Hättest du einen anderen genommen, der wäre komplett voller Insekten gewesen. Was sagt ihr, Freunde? Fool oder nicht?
Ihr wisst, wenn ich auf Britain's Got Talent oder America's Got Talent und so weiter reagiere, dann sind diese Videos demonetarisiert. Ich habe leider nicht die Wahl, wie viel Werbung wird jetzt hier in diesem Video geschaltet. Deswegen sorry, falls das super viel ist. Ich habe es nicht in der Hand. Die bekommen das ganze Geld. Aber wenn ihr mich trotzdem unterstützen möchtet, um mal kurz für 10 Sekunden diese dunkle Stimmung aufzuheitern, es gibt eine neue Holy-Sorte von meinem Partner Holy. Logisch. Das ist nämlich der Fruity Frog und der macht auf jeden Fall sehr viel bessere Laune. Ananas Mango Maracuja schmeckt super fruchtig und mit dem Code Matti5 und dem Code Matti10 kriegt ihr jeweils Rabatt. Oder mit dem Code Matti-Shaker kriegt ihr sogar den Shaker kostenlos dazu. Falls ihr ihn immer noch nicht haben solltet, Freunde. Woo! Nice. Und am Ende einfach in Luft auflösen. Giga-Chat-Move. Ich muss sagen, ich finde die Atmosphäre unglaublich gut, diese ganze Show, dieses ganze Drama. Ich bin halt kein Horrorfan, aber ich finde, es ist unglaublich gut gemacht. Also es ist ein simpler Force-Magician's-Choice-Zaubertrick, woran man einfach schon wieder sieht, dass die Präsentation 99% ausmacht. Weil egal wie simpel die Methode hier ist, niemanden hat hier gerade der Zaubertrick dabei interessiert. Niemanden hat die Force oder die, wie gesagt, Magician's-Choice oder was auch immer da passiert ist. Niemanden hat all das interessiert. Das Einzige, was den Leuten nach diesem Auftritt in Erinnerung geblieben ist, sie hat einen Apfel gebissen und der andere Apfel war voller Insekten und Ungeziefer. Und halt das Gesicht von dieser Hexe, diese ganze Aufmachung, das ist alles, was in Erinnerung bleibt. Boah, Bruder, oh, mich juckt's nach wie vor überall. Look at that, it's horrible. Okay, well, that was horrific. Bekommt aber die Hexe jetzt ein Ja oder nicht? Weil das Video noch 16 Minuten geht, gehe ich mal schwer davon aus, dass es in die nächste Runde geht. Oder gibt es sogar einen Golden Buzzer? Alicia, what do you think? I thought the act was actually brilliant. David. I thought it was stunning. So I think we should vote. And let me kick this off with a yes! I'm saying yes! Amanda. It's a yes from me. Nächster Act. Also ging es jetzt in die nächste Runde, ja? Und dann passierte das hier. Das sieht mir nach einer Live-Show aus, ne? So wie das jetzt hier gestaltet ist. Also schon so Halbfinale oder so. Das aber wäre anders, oder? Come, little judges, I'll take you away. To a land of fear. Wie übertrieben das natürlich wieder geschnitten ist. Typisch Fernsehen. Weißt du, der Dude springt einfach von einer Plattform so einen Meter runter und das Publikum so. Ah! Also es sind immer so offensichtlich so diese Audience-Reactions reingeschnitten. Hört mal. Ja, als ob man da so schreit. Einfach nur, weil der von der Plattform gesprungen ist. To a land of fear, my darlings. The time's to play. Den finde ich ja zum Beispiel gar nicht gruselig. Den finde ich, kann man gar nicht ernst nehmen. Da fand ich so diesen Hexencharakter im ersten Act viel gruseliger. Die Augen wiederum, wenn die mich aus der nächsten Nähe anschauen würden, hier diese ganz dunklen, großen, vollen Augen. Ich glaube, so ein bisschen rattig wäre ich da schon. In this whole wide world, the only thing you need to be afraid of is me. For I have the power to conjure your deepest, darkest fears, you see. You.
Reach into the box and take what's inside. I'm not touching. Nachdem wir jetzt die ganzen Insekten und so gesehen haben, weiß ich nicht, ob ich da einfach in so eine Box greifen würde, ehrlich gesagt. Ungern. Which fear will we meet tonight? A look into the future of the choices made, destiny or chance. Also einfach eine Prediction. Also all das, diese letzten 3 Minuten, sind das, was die meisten meiner Kollegen und auch ich mit einem Satz abtun wie: Ich habe hier eine Vorhersage. Die wird nachher noch wichtig werden. Aber dazu kommen wir gleich erst. Pass bitte gut auf sie auf, beschütze sie mit deinem Leben. Okay, du, denk bitte an irgendeine Karte. Mann, ich habe die Kamera mit meinem Fuß verschoben, das darf's doch nicht sein. Warte, kriege ich sie mit dem Fuß wieder zurückgeschoben? Oha! Okay, also er hat eine Vorhersage. But which will you choose? You'll have nightmares and fears. And I feel them all. So many nightmares. Ist es schon wieder einfach nur ein Force-Beutel? Ende? Ist der ganze Trick hier jetzt einfach wieder... Ach man. So many fears. You. Little man. What is your fear? Reach inside and pray tell. Do I read it out? Pray tell. Oh. My fear is David Hasselhoff returning to the show. No. Sorry, it's tapeworm. Tapeworm. I'm scared of a tapeworm. Fate has brought us to a place in your soul that no one could know. Or could they? You. What is your fear? You right now. Oh, you want me to pick one? Oh, I don't really want to go for one. I don't really want to go for one. Guck mal, wenn ihr jetzt so diese Atmosphäre seht, es ist ja ein Künstler, ja, den man bestimmt buchen kann. Würdet ihr den buchen zu eurem Kindergeburtstag oder zu einer Beerdigungsfeier? Nein, würdet ihr diese Person buchen? Würdet ihr diesen Künstler gerne mal bei einer eurer privaten Feiern haben oder würdet ihr den zu einer Firmenfeier buchen? Ich glaube, um die Halloween-Zeit herum ist der auf jeden Fall ausgebucht. Aber ich glaube nicht, dass ich den zu meinem eigenen Geburtstag buchen würde für meine Gäste oder so. Aber na gut, vielleicht für die Horrorfans unter euch, ne? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Fall ist es nicht, aber mich würde eure Meinung dazu natürlich interessieren. This is reforming Mystique. Earring? What earring? Earwig. Oh, earwig. Earwig. Earring, earwig. Did it look like earring? Another fear to remember this moment, but... Ah! The cowl! Such a strong name that you stink of fear. Well, by the way, if I may so, you don't smell great yourself. At least I use soap. What am I supposed to do now? Read it. Well, I know that, and do what? Just tell him. Losing the phone number of my plastic surgeon. Ja, der war stark. Fühl ich. What does it say? Hast du das gesehen?
auf ganz dezent und unterschwellig. Der da nämlich. Den mache ich tatsächlich auch ganz gerne. Nämlich, wenn ich einen skeptischen Zuschauer habe, der mir die ganze Zeit reinlabert und mir ultra auf den Sack geht, dann sage ich auch zu ihm, hier, merk dir mal irgendeine Karte, bitte. Funktioniert immer. What does it say, Simon? David has just signed a 10-year contract. No, maggots. Oh. Oh, God. Okay, also Maden, Bandwurm. Ich weiß gerade nicht mehr, was Alicia gezogen hat, aber okay. How pathetic. What? I didn't write it. But you chose it. Well, my pretty, here is where it all ends, because tonight is all about you, your fear, your choice. Pray tell. Oh God. What's that? Rodents. Oh no! Nagetiere? Into the future. Oh. Reach inside the box, no! Take the manuscript, and I'll prove to you what I knew all along. Reach inside. Is there a rat in there? Reach inside. Reach inside. Der spielt das unglaublich gut, aber also das muss ich ihm echt lassen. Klar, es ist alles so ein bisschen Karikatur irgendwie, aber er lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen, ja? Die Jury macht hier die ganze Zeit Witze, auf seine Kosten übrigens. Er macht sich immer wieder lustig über ihn, nimmt ihn nicht ernst. Er bleibt einfach voll drin in der Rolle, lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Also Respekt auf jeden Fall, das erfordert Balls, Digga. Aber mein Headset meckert, dass der Akku gleich leer ist. Deshalb hänge ich jetzt einfach mal ein bisschen am Kabel hier. Also verstehe ich das richtig, ja? Er wusste von Anfang an, Amandas größte Angst sind so Ratten, Nagetiere, wie dem auch sei. Und er hat jeden anderen Juror einen Zettel ziehen lassen mit irgendwelchen anderen ekelhaften Tieren und ekelhaften Viechern. Aber da das ja diesmal Amandas Trick sein sollte, zieht am Ende Amanda genau das, wovor sie die meiste Angst hat. Hätte irgendwer irgendwas anderes gezogen, hätte der Trick nicht funktioniert. Es musste so sein, dass sie am Ende bei der Ratte landet, weil die Ratte ja die ganze Zeit schon in der Kiste saß. Ja, also das war jetzt hier der Effekt an der Stelle. Ob das jetzt der stärkste Effekt aller Zeiten ist oder eine Steigerung zu dem, was wir vorher hatten, das sei mal dahingestellt. Eigentlich eher nicht. Es war im Endeffekt der gleiche Trick, nur nochmal und etwas anders. Aber das ist jetzt nur rein technisch gesehen aus Zaubererperspektive, ja? Und da gucke ich natürlich hin. Den Entertainment-Faktor, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist verdammt unterhaltsam. Guck mal, wie viel Spaß hier alle haben daran. Sie haben alle Freude daran, sich hier zu gruseln. Ist schon cool. Es ist schon eine coole Show, die er hier abzieht. Ein bisschen einseitig, bisschen lame, aber er macht das schon ganz solide. Geht's noch weiter? Ah, er muss ja wieder sich in Luft auflösen, wa? Was war das? Hä? Er geht hier die Falltür runter. Jetzt ist hier zu. Und?
Blub, die Tür geht wieder auf. Hä? Keine Ahnung, das verwirrt mich. Ja, starker Auftritt, aber einer kommt da noch, ne, wie es scheint. Dann hat das wohl bis ins Finale geschafft, wa? Aha, guck mal, Penn Jillette ist dabei, wie cool. Well, bin ich natürlich auch sehr auf die Meinung gespannt. Was sagt denn Penn dazu? Weil Penn und Teller sind ja große Fans davon, Show zu machen, Dinge übertrieben darzustellen, aber ehrlich damit umzugehen, dass es keine wahre schwarze Magie gibt, sondern dass immer Tricks verwendet werden. Da bin ich sehr gespannt, was er jetzt von so einer Show hier hält. The time's to play. I don't want to play with you. I have a tale to tell. A little look into the future. You. Let us look into the future together. Okay. Face forwards. Okay. Okay. Close your eyes. Listen for a word in your mind. Tell no one, not when you have the word. Okay, als Zauberer muss ich an der Stelle sagen, das hier sieht sehr auffällig nach einer bestimmten Sache aus. Und ich glaube, ein paar von euch da draußen, vor allem meine Zauberkollegen, die es vor allem auch eher beruflich machen und deswegen sich auch die teureren Spielereien leisten können. Wie viel? 2000 Euro oder so? Ich glaube, ein paar von meinen Zuschauern hier wissen, was hier gerade passiert, ne? Vor allem mit dem Wording. Merkt ihr irgendein Wort, das du jetzt hörst? Mhm. Oder wie hat er es formuliert? Listen for a word in your mind. Okay, hör genau hin, du wirst jetzt in deinen Gedanken ein Wort hören. Okay. Tell no one, not when you have the word. Also schon mutig, das ausgerechnet bei Penn zu machen. Wobei, nee, andererseits, Penn ist schon am ehesten die Person, die dann mitspielt. Ja, okay. Took you long enough. In the deepest, darkest forests of the world, wanders a creature of magnificence. The female of the species, in all of her youth and innocence. She is compelled to search the forest and gift what she finds to others. Let us help her gift these things. You, little man. Choose a color that represents a number. Red. Red. Three. Great. You. Choose a color. A purple, please. One. Alicia. Oh, you said my name. Choose a color. Yellow, please. Four. Hello, Amanda. Hello. You don't like me very much, do you? No. No. I do. Isn't she marvelous? Yeah. Das war jetzt aber schon eine sehr freie Wahl. That's a big box. Read on, Alicia. Er macht eine mega Show. Er macht eine richtig gute Show. Continue the tale. My heart. Okay. It was a dark and strange night in the forest. There was a stench of mold and decay in the air from David's fallen, rotten fruit. Yes. Oh.
Text steht, David zieht das verschimmelte Obst. Hä, das war so eine freie Wahl. Ah, warte. Mir ist doch was aufgefallen bei den farbigen Karten. Okay, dann... Mann! Ich habe was gesehen, was ein Hinweis ist, wie der Trick funktioniert. Eine Minute später habe ich es vergessen. Ja, okay. Ich hätte es beinahe vergessen, aber ich erinnere mich wieder. Okay. Es war eine 100% freie Wahl. Jeder hätte jede Farbe sagen können. Und das hätte natürlich den Ausgang des Tricks verändert, selbstverständlich. Alicia's fear began to build. Her fear wound up tight like a jack in the box. Continue. In front of Amanda. Das hätte sie nicht kommen sehen können. Oh, grow up. Continue. In front of Amanda, a childhood memory of times gone by. A cuddly teddy bear. Voller Ratten. Continue. As the little girl... Mud. She couldn't help but dream of a beautiful white Christmas. Just then, for Penn, the snow began to fall. Oh my God. What was the word that was in your mind? Chaos. Chaos. Oh. Alicia, finish the tale. The winds began. The winds began to blow. The air became bitter. The little girl became lost in an overwhelming fear in a storm of pure chaos. 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 You wanted chaos? We'll give you chaos. Register gezogen. Was war das denn? Digga, die haben alle Register gezogen. Komplette Eskalation. Oh, das war sehr, sehr, sehr stark. Jetzt würde mich nur ganz kurz interessieren, hat er gewonnen? Ah, okay. Ja. Wir hatten gerade gesehen, das Casting mit den Äpfeln, viermal Ja bekommen. Dann haben wir das Halbfinale gesehen, das war der zweite Act. Da ist er dann rausgeflogen. Und dieses Finale, was wir gerade gesehen haben, war nicht das Finale von Britain's Got Talent, sondern das war so eine Reunion-Geschichte namens The Ultimate Magician. Das heißt, die 10 besten Magier aus der Got Talent-Serie haben ein reines Magier-Format bekommen. Und deswegen war auch Penn Jillette in der Jury. Und das war gerade der letzte Auftritt. Okay, Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich bin kein großer Horror-Fan, aber das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wirklich, es würde mich mega interessieren. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus, wenn ihr Bock habt auf den Fruity Frog. Und wenn ihr selber in die Mentalmagie einsteigen möchtet und selber solche mentalen Wunder vollbringen wollt, dann klickt einfach auf dieses Video, denn da habe ich euch letzte Woche einen wunderschönen Mental-Kartentrick erklärt, den ihr sofort nachmachen könnt. Und das müssen ja nicht mehr normale Karten sein. Ihr könnt natürlich auch gruselige Karten benutzen, Tarotkarten, irgendwelche Karten, die eine tiefere Bedeutung haben. Ihr könnt die Methode, die ich euch erkläre, auf alles anwenden.